sind da Unterschiede auch in Ihrer Kommunikation innerhalb der Familie? Also ich denke schon, dass die Kinder sehr sensibel werden für diese Situation und dass sie sehr wohl merken, sie gehören weder zu dem einen noch zu dem anderen und diese Balance unheimlich halten müssen. Und ich finde es wirklich wichtig, dass man den Kindern die Stärke geben muss, zu sagen, du bist eben weder das eine noch das andere, sondern du bist beides. Weiß ja jeder, ich trau mich um und du stehst hinter mir. Und mein Herz fängt an zum Klopfen wegen dir. Nichts mehr sagen, da muss ich so viel lachen, da brauch ich nichts mehr fragen, ja da ist alles viel schöner, da kann man lustig sein, da darf man sich verrennen, da ist man wirklich frei. Liebe, Liebe, Liebe ist das Schönste auf der Welt und das Einzige, wo niemand rechnen kann. Liebe, Liebe, Liebe ist das Einzige, was zählt. Die Sola ora scinze a te. Drei mal drei und vier mal vier. Was da rauskommt, das weiß ja jeder. Ich trau mich um und du stehst hinter mir. Und mein Herz fängt an zum Klopfen wegen dir. Da brauch ich nichts mehr machen, da kann ich nichts mehr sagen. Da muss ich so viel lachen, da brauch ich nichts mehr fragen. Ja, da ist alles viel schöner, da kann man lustig sein, da darf man sich verrennen, da ist man wirklich frei. Liebe, Liebe, Liebe ist das Schönste auf der Welt und das Einzige, wo niemand rechnen kann. Liebe, Liebe, Liebe ist das Einzige, was zählt, ist das aller Schönste auf der Welt. Liebe, Liebe, Liebe ist das Schönste auf der Welt und das Einzige, wo niemand rechnen kann. Liebe, Liebe, Liebe ist das Einzige, was zählt, ist das Allerschönste auf der Welt. Ich denke, wir sollten noch einmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Was können Sie, also deutsch-ausländische Familien, gegen die, ich sag mal, gegen die Spirale der Gewalt tun? Es gibt ja auf diesen beiden Ebenen, denke ich, findet das statt. Einmal in der Familie und dann natürlich auch außerhalb der Familie. Was machen Sie, was können Sie tun, Herr Kampusch? Also ich bin sehr politisch engagiert als Mitglied einer Organisation, die sich politisch betätigt, nämlich die IG Metall. Und ich bin sehr oft in Kontakt mit meinen Landsleuten. Und das größte Gefahr, was ich habe, ist, dass viele Ausländer bei dieser Situation, zur Zeit der Gewalt zum Beispiel, sagen, ich bin eine Klasse höher, denn nach mir oder unter mir sind die Asylsuchenden. Hm. Und wenn diese Spaltung in diesen Gruppen schon stattfindet, dann kann ich mir vorstellen, dass da keine Möglichkeit gibt für Zusammenleben. Sowohl in der Familie wie in der Gesellschaft glaube ich, dass das Wichtigste ist, dass man redet und die stupide Argumentation von dieser Gewalt immer wieder aufklärt. Das heißt, man darf nicht verallgemeinen, wenn einer etwas gegen Ausländer sagt, ach, ist ein Neonazi. Meistens ist er ein blöder Typ, weil er überhaupt keine Information hat. Er muss zuerst mal wissen, was er sagt und wie wir leben.
Und oft werden ihnen dann die Augen aufgehen und sagen, was habe ich da gesagt? Frau Meier, glauben Sie an die Kraft der Aufklärung? Ach, nicht ganz unbedingt. Also ich finde es unheimlich wichtig, dass man sich überhaupt wehrt, dass man Courage entwickelt, wirklich in seiner unmittelbaren Umgebung erstmal Leuten gegenüberzutreten, die sich so verhalten oder Dinge sagen, die einfach dumm sind, weil sie wirklich in Teilen von den Politikern für dumm verkauft werden. Können Sie ein Beispiel geben? Ja, zum Beispiel... Also wann ärgern Sie sich? Ja, wenn also einer zum Beispiel... sagt, also... Gibt es so Situationen? Es gibt einen Satz. So Situationen in der Straße, ich weiß nicht, so Stichwort mangelnde Zivilcourage, sowas. Ja, auf die Straße denke ich mir zum Beispiel. Ne? Man soll für mich beide Sachen anknüpfen. Reden, 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 aufklären und auch diese Zivilcourage zeigen. Wenn ich endlich auf die Straßenbahn oder auf die Straße oder irgendwo irgendwas lebe, dass ich einfach meinen Mund aufmache und dann den Leuten sage, wieso? Warum? Ich habe das Recht, auch genauso wie alle Menschen hier auch zu leben und zu sein. Frau Meier, Sie sagten ja am Anfang, dass das ja eher noch das Problem der Deutschen sei. Ja. Wie Sie mit Minderheiten umgehen und wie Sie auch das lösen. Also ich finde, es sollte sich wirklich jeder mal überlegen, ob er in seinem Leben schon mal diskriminiert worden ist und wie er sich dabei gefühlt hat. Und von dem Ausgangspunkt wirklich auch mal zu überlegen, was er mit den anderen tut. Und ich finde es halt wirklich schlimm, dass das, was jetzt eben mit Asylanten oder Ausländern passiert, salonfähig gemacht wurde. Und an dem Punkt, denke ich, ist jeder gefordert von unseren Landsleuten, sich dagegen zu wehren, sich öffentlich dafür einzusetzen, dass sowas nicht passiert. Können Sie so ein Beispiel geben, dass ich mir das nochmal genauer vorstellen kann, was Sie konkret auch tun, dass Sie das vielleicht auch einlösen, was Sie ja zu Recht fordern von sich, von der Gesellschaft? Wissen Sie, was mich stört? Es gibt Politiker, man wirft immer alles auf die Politiker, aber auch mit Recht. Denn ein Politiker kann sich erlauben, zum Beispiel einer von der CSU hat vor ein paar Tagen gesagt, dieses Dings muss weg, bezogen auf Asylanten. Dieser Mann ist bekannt, sein Foto steht im Stern. Ich frage mich, wieso wird dieser Mann nicht verurteilt? Das ist für mich Volksverhetzung. Wenn man das vor einem Gericht bringt, dann wird dieser Mann nicht verurteilt. Ein anderes Beispiel. Das heißt Demokratie und das ist Freiheit. Demokratie hat auch ihre Probleme. Ja. Wenn man hier in der U-Bahn eine Schrift an die Wand malt, Ausländer raus, er wird nicht erwischt oder passiert gar nichts. Wir sind jetzt aber auf der Ebene im Moment des Gespräches, also die Politik, okay, das ist eine Sache, das ist auch eine richtige Sache. Zurück aber jetzt auch auf die Familie, auf den harten Alltag für Sie. Das macht die Stimmung. Und draußen werden diese diese Angriffe einfach absolut unkritisch übernommen und mir ins Gesicht geworfen. Dieser Mann oder diese Frau, die mir da sagt, werde ich schwer haben, anders zu überzeugen, es sei denn, wie ich vorhin gesagt, ich rede und rede und rede und versuche sie zu überzeugen. Manchmal das Problem ist, dass wir nicht mal Gehör finden. Ich versuche mit vielen Leuten zu argumentieren, dass das, was sie gesagt haben oder das, was sie getan haben, absolut irrsinnig ist. Ja, gerade deswegen, man verbraucht so viel Energie in dieses Reden. Also ich denke, es gibt Menschen, mit denen kann man reden, mit anderen Menschen kann man nicht reden. Nein, ich denke mir, es gibt zwei Wege. Ich denke mir, wenn die Gewalt ansetzen, dann reagiere ich auch gewaltig. Nun sitzen Sie ja auch hier als sogenannte binationale Familien. Wie können Sie sich denn jetzt auch innerhalb dieser binationalen Zusammenkunft, des Zusammenseins, denn jetzt dagegen anders noch verhalten? Ich glaube, wir sind doch das beste Beispiel, dass es anders geht. Gerade weil wir mit Deutschen oder mit Ausländern verheiratet sind und uns ertragen können, sogar, dass wir Kinder haben können und diese Gesellschaft leben, ist das beste Beispiel, dass es anders geht. Spin around for a million years. I've come to
Ja, das war Talkabout und überhaupt. In der Technik waren Andreas Heinold und Julia Kümmel, Musikauswahl Conny Keller, wenn die Musik doch gleich wieder kommt. Und Redaktion Regie Marius von Rössing und am Mikrofon sagt Tschüss, Thomas Mönch. Everybody sing now. Then the man plays.
21 Uhr vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. Der Bürgerkrieg in Kroatien hat bislang 5.000 Menschenleben, über 10.000 Verletzte und 350.000 Vertriebene gefordert. Dies teilte der kroatische Außenminister Separovic in einem Brief an die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft mit. Zugleich rief Separovic die EG auf die Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens vom 10. Oktober bis zum 10. November zu drängen. Er bat außerdem um wirtschaftliche und humanitäre Nothilfe für Kroatien und um die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Serbien. Die von der jugoslawischen Armee und serbischen Verbänden umzingelte Hafenstadt Dubrovnik ist auf die ultimative Forderung zur bedingungslosen Kapitulation nicht eingegangen. Verhandlungen der Stadtverwaltung mit dem örtlichen Armeekommando über die bis 20 Uhr gesetzte Frist wurden ergebnislos abgebrochen. Die Armee hat damit gedroht, in die historische Altstadt Dubrovniks vorzudringen. Bei den polnischen Parlamentswahlen ist die Demokratische Allianz des früheren Regierungschefs Mazowiecki offenbar als stärkste Partei hervorgegangen. Nach einer Prognose des Deutschen Infas-Instituts kam die Partei auf 14,5%. Die christdemokratisch ausgerichtete Allianz des Zentrums, die Bauernpartei und die früheren Kommunisten kämen nach dieser Vorhersage auf jeweils 9,5%. Der liberaldemokratische Kongress des Ministerpräsidenten Bielecki kann nach der Wählerbefragung mit 7,5% der Stimmen rechnen. Bei den ersten freien Parlamentswahlen gab es offenbar eine geringe Wahlbeteiligung. Politische Beobachter hatten vorhergesagt, dass die Hälfte der Wahlberechtigten aus Enttäuschung über die Verschlechterung der Wirtschaftslage möglicherweise nicht zur Wahl gehen würde. Der amerikanische Präsident Bush hat in einer Botschaft an den israelischen Regierungschef Shamir die Hoffnung ausgedrückt, dass die Nahost-Friedenskonferenz in Madrid ein Erfolg werde. Wie in Jerusalem zu erfahren war, wünschte Bush, dass alle beteiligten Parteien Zurückhaltung übten und eine gute Atmosphäre schafften. Der israelische Ministerpräsident Shamir versicherte, sein Land wolle die Friedensverhandlungen für den Nahen Osten bis zu einem Abkommen mit den arabischen Nachbarstaaten führen. Die Konferenz in Madrid bezeichnete Shamir als Test für die Friedensbereitschaft der Araber. Im Hinblick auf die besetzten Gebiete sagte Shamir, sobald sich Israel mit den Nachbarstaaten über die Grenzziehung verständige, gebe es kein Siedlungsproblem mehr. Der israelische Verteidigungsminister Ahrens kritisierte, dass die fortgesetzten Erklärungen aus Washington wenig hilfreiche Erwartungen bei den Arabern weckten. Äußerungen über Land für Frieden, ein Ende der Besatzung und dass die Siedlungen ein Hindernis für den Frieden seien, würden in der arabischen Welt so interpretiert, als würden die USA ihnen helfen, die Gebiete zurückzubekommen. Die beiden Führer der irakischen Kurden Barzani und Talabani haben die Türkei aufgefordert, ihre am Freitag begonnenen Angriffe gegen Stützpunkte der kurdischen Arbeiterpartei im Norden des Irak einzustellen. Barzanis Vertreter in Ankara, Banaa, verlangte seinerseits die Entsendung von Beobachtern ins Kampfgebiet und versicherte zugleich, dass sich in den von der türkischen Luftwaffe bombardierten Gebieten keine Stellungen der Arbeiterpartei befänden. In scharfer Form hat der Deutsche Beamtenbund bekannt gewordene Pläne der Bundesregierung über eine Halbierung der deutschen Beamtenschaft zurückgewiesen. In der Augsburger Allgemeinen bezeichnete der stellvertretende Vorsitzende des Beamtenbundes Regensburger derartige Vorhaben als idiotisch. Man würde damit den Staat zugrunde richten. Das Funktionieren des Staates dürfe nicht dadurch gefährdet werden, dass zentrale Bereiche des öffentlichen Lebens durch Angehörige von Berufsgruppen besetzt würden, die das Streikrecht besäßen. Die Bild am Sonntag hatte berichtet, die Bundesregierung wolle mit Unterstützung aller Parteien die Zahl der über 1,8 Millionen Beamten um mehr als 1 Million verringern. Die Wettervorhersage für Hessen bis morgen Abend, ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst um 18.15 Uhr. Wolkenlos, nur im Süden sowie im Rheingau zeitweise wolkig, jedoch niederschlagsfrei. Tiefstemperaturen 0 bis minus 3 Grad, Höchsttemperaturen 8 bis 11, im höheren Bergland um 15 Grad. Schwacher bis mäßiger, tagsüber auflebender Wind aus Ost bis Südost. Hochlagen der Mittelgebirge bei sehr guter Fernsicht, aber zum Teil stürmischem Südostwind, frei von Wolken. Die weiteren Aussichten bis Mittwoch, tagsüber sonnig, aber kühl. Nachts klar und verbreitet leichter Frost. Aus Frankfurt hörten Sie Nachrichten. Um 5 nach 21 Uhr der HR3 Radioservice mit einer Meldung. A5 Kassel Richtung Frankfurt zwischen Alsfeld-Ost und Homberg oben mehrere Kilometer Stau.
3. Music Hall. Thunder all through the night. Promise to see Jesus in the morning light. Take my hand, it'll be alright. Come on, save your soul tonight. LP Spezial am Sonntagabend mit Tommy Schminke. Children born out of me.